schon gefallen. Die OPEC tagt dort drüben, ein paar Blöcke entfernt. Wir werden heute einmal rund um die OPEC ziehen, eine große Runde machen und ihnen zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, wie sie Geschäfte machen. Die OPEC hat ihre Tagung dort heute und gestern. Gestern gab es auch schon eine Aktion, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Und wir werden einfach ein starkes Zeichen setzen, dass wir das nicht für in Ordnung halten. Und unter anderem haben wir zusammen mit ganz vielen anderen Organisationen hier dieses Event organisiert. Es gibt auch eine kleine Kunstaktion genau vor der Uni, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, vom Klimavolksbegehren, eine Galgenaktion, weil der Galgen hängt uns schon um den Hals und die Zeit rennt uns davon. Und um die aktuelle Situation ein bisschen mehr zu beschreiben, wird Günther Getzinger von der TU Wien von Scientists for Future ein Wort an euch richten. Hallo, ich freue mich riesig, bei euch sein zu dürfen. Bin der Günther von der TU Graz, also ich bin hierher mit der Eisenbahn angereist, um ein paar Worte zu euch sprechen zu dürfen über die OPEC und über das Öl und Gas und Kohle. Ich bin von meiner Ausbildung her Chemieingenieur. Das sind diejenigen, die die Raffinerien bauen. Also ganz, ganz böse. Vielleicht damals schon, vor 40 Jahren zum Ausgleich, habe ich mir entschieden, auch Philosophie zu studieren, um über das Ganze auch ein bisschen nachzudenken. Im Endergebnis ist dann Technikphilosophie draus geworden, das darf ich an der TU Graz unterrichten. Die OPEC, wie viele von euch vielleicht eh wissen, 1960 gegründet, seit 1965 ist sie bei uns hier in Wien stationiert. Warum ist sie gegründet worden? Damit man Preise und Fördermengen beeinflussen kann. Klingt ein bisschen sozialistisch oder vielleicht sogar kommunistisch. In Wirklichkeit ist das knallharter Kapitalismus. Da geht es darum, dass man möglichst viel Geld verdient mit Gas und Erdöl. Wer sind die Mitglieder? Prominente Mitglieder, zum Beispiel Saudi-Arabien, Nigeria. Nicht gerade bekannt dafür, dass sie die Menschenrechte oder Umweltschutz ernst nehmen. Katastrophale Zustände, was Menschenrechte betrifft. Ich möchte diese Rede gemeinsam mit euch dafür nutzen, um an einen Aktivisten in Nigeria zu erinnern und seiner zu gedenken. Ken Saro Wiwa. Vielleicht kennen ihn einige, vielleicht merkt ihr euch diesen Namen. Der hat Bücher geschrieben, er war Schriftsteller, er war Menschenrechtsaktivist. Er war Umweltaktivist in Nigeria, insbesondere im Niger-Delta, das verwüstet worden ist von Shell und von der Regierung von Nigeria. Er hat diesen Kampf gegen diese Verwüstung durch Ölförderung mit seinem Leben bezahlt. 1995 wurde ein Schauprozess gegen Ken Saro Wiwa durchgeführt. Er war übrigens auch Träger des alternativen Nobelpreises und er wurde einige Monate später ermordet, erhängt. Von der Regierung von Nigeria, einem der Mitbegründer der OPEC, gegen die heutige Demo geht. An Ken Saro Wiwa möchte ich gerne denken. Worum geht's? Es geht um Erdöl. Was ist Erdöl? Erdöl, das sind eigentlich tote Tiere, tote Fische, die einige Kilometer unterhalb, unter uns, im Erdboden schlummern. Es geht darum, der OPEC diese Sondermülldeponien, diese toten Tiere heraufzufördern und zu verbrennen. In unseren Krematorien für tote Tiere. Das sind Autos, das sind Flugzeuge. Ihr selber könnt auch was dazu beitragen, dass das zu einem Ende kommt. Als Personen, als Einzelpersonen, indem ihr nicht mehr mit Auto fahrt, nicht mehr fliegt. Stay grounded, sage ich da nur. Aber auch, indem wir demonstrieren gegen die großen Profiteure dieses Öl-, Gas- und Kohlesystems. Und die sitzen zum Beispiel auch da drüben.